Herzlich willkommen zu einer neuen Daily DAX US Morning Ausgabe. Heute am Dienstag, dem 27. Juli 2021. Wir blicken auf die aktuelle Wochenkerze des Dow Jones Index. Auf Wochensicht liegt der Index mit 0,2% vorne. Somit ist gestern ein positiver Start in die neue Börsenwoche gelungen. Ja, was gibt es zu berichten? Natürlich, wir haben auf der einen Seite ein neues Rekordhoch erzielen können. Das ist auf jeden Fall etwas Bullisches. Und jetzt kommt es eben darauf an, schafft es eben der Dow Jones Index nach oben durchzustarten? Oder würde es einen Fehlausbruch mit einem Abprall vielleicht an der ehemaligen Aufwärtstrendlinie? Oder eben knallt der Dow Jones Index tatsächlich nach oben durch? Oder eben die vierte Variante ist und bleibt ja auch noch gegeben mit, fällt der Index wieder in den alten Abwärtstrend zurück. Das wäre eben auch kritisch. Aber Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten, doch die derzeitige Tendenz geht auf jeden Fall in Richtung der Bullen, die sich hier weiterhin stark aufstellen. Gleiches gilt auch für den Technologieindex Nasdaq. Und ja, es hat sich jetzt gestern nicht sonderlich viel ereignet, muss man sagen. Ein Kursplus von 14 Punkten, aber was eben auffällt, weiterhin die Marke von 15.000 Punkten, sie wird verteidigt. Sprich, es ist und bleibt nun eine Ausbruchsunterstützung und wie Sie wissen, viele, viele Quartalszahlen in dieser Woche und viele, viele Impulse somit, die entscheidend dafür sind, wie es eben auf der charttechnischen Seite auch weitergehen würde. Aber alles oberhalb von 15.000 ist zu 100% bullisch. Bullisch unterwegs ist auch wieder Amazon und in dieser Woche stehen auch Zahlen bevor. Und ja, es wird nun spannend, denn Amazon hat ja eben den Rücksetzer vollzogen gehabt auf die letzte Ausbruchszone, dann nochmal so gerade die Kurve bekommen, jetzt wieder auf dem Weg nach oben mit guten Zahlen. Wer weiß, vielleicht sehen wir sogar die Marke von 4.000 Dollar noch in dieser Woche. Wären mit sensationell starken Zahlen womöglich keine Überraschung. Wie immer wird sich auch die Frage stellen, wann kommt hier vielleicht doch mal ein Aktiensplit bei Amazon, denn ja, Amazon wird schließlich konstant auf langfristige Perspektive betrachtet immer teurer und es war schon mal ein Thema und es könnte eben weiterhin ein Thema sein, denn natürlich sollte Amazon wieder weiter steigen mit den Zahlen, könnte eben auch hier wie gesagt die 4.000 Dollar Marke in Angriff genommen werden und ja, die Erschwinglichkeit einer Amazon-Aktie wird dann doch so langsam immer schwerer. Es bleibt also spannend, denn neben Amazon gibt es ja noch viele weitere Tech-Quartalszahlen in dieser Woche, unter anderem auch vom Online-Zahlungsabwickler PayPal. Auch hier wird es sehr, sehr spannend, mit Sicherheit starke Quartalszahlen zu erwarten. Die Aktie schauen wir uns auch im Übrigen dann morgen einmal hier seitens der Charttechnik an. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag.